Hört auf Gottes Wort, jetzt Johannes 6, Vers 27. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Bis soweit die Lesung aus der Bibel. Dann bekennen wir mit dem Heidelberger Katechismus, was die Kirche lehrt über die vierte Bitte. Ich lese die Frage und lade euch ein, mit mir die Antwort auch zu bekennen. Frage 125. Was bedeutet die vierte Bitte? Unser tägliches Brot gib uns heute. Damit beten wir: Versorge uns mit allem, was für Leib und Leben nötig ist. Lehre uns dadurch erkennen, dass du allein der Ursprung alles Guten bist und dass ohne deinen Segen unsere Sorgen und unsere Arbeit, wie auch deine Gaben, uns nichts nützen. Lass uns deshalb unser Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden und es allein auf dich setzen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Amen. Liebe Gemeinde, der Herr Jesus hat uns befohlen, dass unser Vater zu beten. Matthäus 6, Vers 9 sagt er als Introduktion auf das Unser Vater: Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Und seit der alten Kirche ist das Vaterunser Teil der Ausbildung für neue Christen. Und deswegen wird auch im Katechismus behandelt, was ja eigentlich als Schulung für die Jugend in der Gemeinde gedacht wurde. Aber auch wenn man älter ist, braucht man immer mehr darüber zu lernen und es besser zu verstehen. Wenn man beten lernen will, sollte man das Vaterunser studieren. In Lukas ist es auch der Kontext, in dem Jesus es seine Jünger lehrt. In Lukas 11, Vers 1 sagen die Jünger: Herr, lehre uns beten. Und Jesus gibt ihnen das Unser Vater. Einerseits kann es für uns demütigend sein, das Unser Vater zu beten. Wir können denken, dass es zu einfach ist, so ein kurzes Gebet zu beten. Wir können denken, dass man viel frommer ist, wenn man lange, spontane Gebete formulieren kann. Andererseits ist es sehr herausfordernd, das Unser Vater zu beten. Wir verstehen nicht so einfach den wahren Sinn dieses Gebets, aber die Worte können uns mitnehmen zu Jesu Ziele für unser Leben. Ja, zutiefst ist das Unser Vater ein revolutionäres Gebet. Es hat die Kraft, die Welt zu verändern. Es hat die Kraft, dein Leben zu verändern. Also einerseits demütigend, andererseits herausfordernd. Und manchmal, wie bei vielen Dingen, können wir da an Kindern lernen, wie gut es ist. In der Schule ist es so, im Religionsunterricht, am Ende der Stunde frage ich immer: Hat jemand ein Gebetsanliegen? Und immer zeigt ein kleiner rumänischer Bub auf und sagt: Ja, ich, und fängt dann voll Begeisterung an, auf Rumänisch das Vaterunser zu beten. Jedes Mal. Aber
Er freut sich immer darauf, dass er es beten kann. Und ich bete einfach, dass er es immer mehr in seinem Leben versteht, was es bedeutet, das zu beten. Wie gesagt, es hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Das stellt sich schon aus den ersten drei Bitten heraus. Wir haben das in den vergangenen Wochen gesehen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und mit diesem Anfang richten wir uns zunächst auf Gott statt auf uns selbst. Das ist wieder das, hebt eure Augen auf. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ein Mensch von sich aus will. Ein Mensch will von sich aus alles im Griff haben, will seinen eigenen Namen heiligen und will seinen Willen geschehen lassen. Und das ist auch oft so, wenn wir dann beten, ja, wenn wir dann beten, dann soll es schon so sein, dass ich das davon habe. Aber Jesus lehrt uns genau das Gegenteil beten. Das ist großartig, aber auch sehr herausfordernd und manchmal schmerzlich. Aber wir steigen sofort auf in die Höhe und sind sozusagen im Himmel mit unseren Gedanken. Dann kommen wir kurz runter für unsere Bedürfnisse und dann endet es wieder so im Himmel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also dazwischen nur einige wenige Worte zu unseren Bedürfnissen. Und das ist genau das Gegenteil noch einmal von wie wir beten würden. Wir reden die meiste Zeit, wenn wir überhaupt schon beten, von uns selbst und machen uns nur wenig Gedanken über Gott. Aber Gott lehrt uns im Gebet, viel über ihn nachzudenken. Und wir brauchen nicht viel zu sagen über uns, weil Gott uns ja versprochen hat, dass er uns alles gibt. Was auch Matthäus 6 der Kontext ist. Aber auch die wenigen Worte, die im Vater Unser zu unserem Bedürfnisse gesagt werden, sind sehr radikal. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und eigentlich geht es dann nur in dieser vierten Bitte auch um unsere materiellen Bedürfnisse. Aber die weisen auch wieder hin auf das Geistliche. Heute also die vierte Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Lass uns zuerst das Wort gib besser anschauen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Warum würde man beten, ob Gott dir etwas gibt, wenn du es eh schon hast? Das tägliche Brot ist nicht eine Sache, über die die meisten Menschen in Österreich sich Sorgen machen müssen. Natürlich gibt es Armut und Inflation. Und die Inflation hat schon viele Menschen verzweifeln lassen, aber wirklich verhungern muss in Österreich niemand, denn es gibt viele Initiativen, wo man mindestens Essen bekommen kann, auch wenn das Leben sonst noch kompliziert genug sein kann, wenn man wenig Geld hat. Aber tägliches Brot ist schon für jeden da. Warum dann doch noch beten? Gib! Wenn wir das beten, zeigen wir, dass wir von Gott abhängig sind. Und damit erkennen wir, dass es auch nicht selbstverständlich ist, dass wir zu essen haben. Damit erkennen wir, dass wir kein Recht darauf haben. Ja, vielleicht hast du selbst für dein Geld gearbeitet und danach Einkäufe gemacht und vielleicht auch Stunden in der Küche gekocht. Dann kann man leicht denken, ich habe es mir doch selbst verdient. Aber wenn man dann betet, unser tägliches Brot gib uns heute, dann erkennst du, schließlich kommt alles von Gott. Und ohne seinen Segen nützt das Essen auch nichts. So sagt es auch der Heidelberger Katechismus in der Erklärung zu dieser Bitte. Wir beten also darum, versorge uns mit allem, was für Leib und Leben nötig ist. Und lehre uns dadurch erkennen, dass du allein der Ursprung alles Guten bist und dass ohne deinen Segen unsere Sorgen und unsere Arbeit, wie auch deine Gaben, uns nichts nützen. Lass uns deshalb unser Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden und es allein auf dich setzen.
Wenn wir also sagen Kip, dann erkennen wir, dass Gott der Ursprung alles Guten ist. Dann erkennen wir, dass er der Geber ist. Dann erkennen wir, dass er unser König ist, der für uns sorgt. Und dann kannst du dich auch bewusst werden, dass er ein Gott ist, der gerne gibt. Wir hören es in den bekannten Worten, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. En Voskamp schreibt in einem Buch, ist geben nicht ein ausdrucksstarkes Wort? Vergeben, sich hingeben, ergeben, aufgeben, nachgeben, freigeben, das Leben geben. Alles, was im Leben wichtig ist, hat irgendwie mit geben zu tun. Das schreibt sie. Und das ist also, was Gott tut. Er gibt sich in Jesus Christus. Und wenn Jesus auf Erden ist, sagt er, ich gebe ewiges Leben. Ich gebe lebendiges Wasser. Und in Johannes 6 steht ja, Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Wenn wir beten, gib, dann erkennen wir, dass wir von Gottes Gnade abhängig sind. Und was ist Gnade genau? Man könnte viel darüber sagen. Ich hörte mal eine schöne Definition, die ich gerne weitergebe. Gnade ist sechsmal geh. Gott gibt gerne gratis gute Gaben. Gott gibt gerne gratis gute Gaben. Und diese Worte aus dem Unser Vater lassen uns das einsehen. Jeder Bissen, den man isst, ob es nun ein Keks zum Kaffee ist oder eine kulinarische Spitzenleistung, lässt dich einsehen. Gott gibt. Er ist gnädig. Er sorgt für mich. Und dafür darf ich jeden Tag wieder bitten. Das ist nie selbstverständlich, sondern jeden Tag wieder unvorstellbare Gnade. Und dann zweitens, lass uns anschauen, gib uns. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Das ganze Unser Vater ist in der Wir-Form. Unser Vater. Es ist nicht nur dein Vater, sondern auch der Vater der anderen Gläubigen, die dadurch deine Geschwister sind. Auch diese Bitte ist in der Wir-Form. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Gib uns. Das lässt dich einsehen, dass du nicht alleine bist. Ja, wir würden eher sagen, gib mir. Ich, mir und meine. Aber dass wir das beten sollen, lässt uns einsehen. Wir sind nicht die Einzigen, die Nahrung. Ich bin nicht der Einzige, der Nahrung braucht. Aber wie kann man das beten? Gib uns, wenn Millionen in der Welt verhungern. Wenn du wirklich auf dich einwirken lässt, wie manche Menschen in anderen Ländern Hunger haben, dann kriegst du doch selbst kein bisschen mehr runter. Wir haben das mal erlebt, als wir in Rumänien waren, in Ungarn und Rumänien, bei den Roma-Leuten dort. Und da war ich mit einer Gruppe Jugendlichen aus den Niederlanden und die haben gesehen, wie die Roma dort leben, keine anständigen Häuser, keine Kleider, viele Kinder barfuß, manche sogar nackt. Und dann waren wir dort gewesen und dann wurden wir wieder zu einem Restaurant gebracht, wo ein üppiges Mahl für uns bereitstand. Und einige Jugendliche haben gesagt, ich kann nicht essen, nachdem ich das gesehen habe. Und das ist vielleicht auch mal gut. Wenn du dies betest, kannst du plötzlich von der Not der Welt berührt werden, von der Gebrochenheit in dieser Welt. Und du kannst dich auch fragen, wird noch was aus diesem Reich Gottes?
Wer denkt sich nicht manchmal, wenn Gott König ist, warum ist das dann nicht mehr sichtbar? Warum leiden so viele Leute und warum ist so viel Hunger? Aber auch dann ist es gut zu beten, gib uns, denn dieses Gebet setzt dich in Bewegung. Es macht dein Herz unruhig und du siehst ein, dass du nicht alleine bist, sondern dass du teilen musst. Nächste Woche denken wir darüber nach, wir beten, vergib uns, wie auch wir vergeben. Aber ich denke, man könnte das hier auch dazu denken, gib uns, damit wir geben, damit wir teilen. Und durch Gottes Gnade wirst du auch Mitleid mit anderen haben. Durch seine Gnade wirst du in Bewegung gesetzt. Du darfst weitergeben, was Gott dir gegeben hat. Spurgeon hat gesagt, geben ist wahres Besitzen. Geben ist wahres Besitzen. Und wir finden es nicht einfach zu geben, weil wir Angst haben, selbst zu wenig zu haben. Und Anne Voskamp schreibt dann auch in ihrem Buch noch, geben lernen heißt zu glauben, dass man genug Liebe in sich trägt, dass man genug von ihm geliebt wird und dass es genug Liebe gibt, um sie weitergeben zu können. Und da können wir an alles Mögliche denken. Was können wir alles geben? Was können wir teilen? Zeit, Geld, Essen, Kleidung. Teilen und geben. Glauben, dass du genug bekommst, um wieder teilen zu können. Gott gibt, damit wir geben. Gott teilt sich mit uns, Jesus. Jesus wurde Mensch, damit wir teilen. Glaubst du das? Und willst du auch so leben? Einige Sachen, vielleicht kann ich erwähnen, ganz einfach und praktisch, auch für die Kinder. Es ist in einer Familie so, dass immer wieder die Süßigkeiten versteckt werden, dass Kinder denken, ich verstecke das irgendwo, dann habe ich das für mich alleine. Ich nenne keine Namen dieser Familie, aber liebe Kinder, wenn es Süßigkeiten gibt, dann ist es doch viel schöner, diese zu teilen. Ja, dann muss ich natürlich auch dazu sagen, dass ihr sie auch vor mir verstecken müsst, aber es ist doch auch schöner, mit deinem Vater zu teilen, oder nicht? Gut, wir zu Hause können schon noch besser lernen zu teilen. Ich sage das auch jetzt zu uns selbst. Oder wenn du schöne Spielwaren hast, Playmobil oder Lego, ist es nicht schön, mit einem anderen Kind damit zu spielen? Ist nicht alles für dich alleine. Geben und teilen. Da geht es auch um unsere Geldbörse. Alles, was wir haben, haben wir von Gott bekommen, also auch unser Geld. Wenn wir beten, gib uns, lernen wir auch, dass wir unser Geld für Gottes Reich benutzen. In der Bibel wird oft von den Zehnten gesprochen. Das war im Alten Testament eingesetzt. Aber neutestamentliche Christen haben gesagt, wir sind vom Gesetz befreit. Wir können aus Liebe auch viel mehr geben. Aber 10% ist immer noch eine gute Richtlinie, denke ich. Es geht natürlich vor allem darum, dass mit Liebe gegeben wird. 2. Korinther 7, 2. Korinther 9, Vers 7, jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott gibt, damit wir geben. Und noch ein Aspekt dazu, gib auch deine Zeit. Es gibt so ein Lied, das sagt, deine Zeit ist nur geliehen. Was machst du mit deiner Zeit? Bist du bereit, sie mit anderen zu teilen? Oder willst du vor allem Zeit für dich haben? Es ist ein populäres Wort, hè? Me-Time. Wie schön und gut ist es doch, wenn man Zeit für andere haben kann, wenn man seine Zeit teilen kann. Wenn du Christ bist und aus Gottes Gnade und Liebe lebst, dann sollte die Auswirkung seiner Gnade auch sein, dass du gerne gibst und teilst. Und für jede Person kann es wieder anders aussehen, aber es ist gut, darüber nachzudenken. Wie kann ich ein gebender Mensch sein? Gib uns, damit wir geben. Drittens, unser tägliches Brot gib uns heute.
Also das Heute betrachten wir jetzt. Das Wort Heute bringt es ganz nahe. Es geht um jetzt. Und deswegen müssen wir uns nicht um morgen sorgen, wie Jesus auch nach dem Vater Unser in Matthäus 6 sagt. Gott gibt, was du brauchst. So lernst du, dein Vertrauen auf Gott zu setzen. Dieses Wort gibt jeden Tag eine Bedeutung. Er hilft uns, Tag für Tag zu leben. Die Israeliten mussten das in der Wüste lernen. Wir haben über das Himmelsbrot, das Manna, gesungen. Wir haben darüber gelesen, Johannes 6. In 2. Mose 16 kann man die ganze Geschichte lesen. Das Volk musste jeden Tag Manna sammeln und essen. Aber sie durften es nicht bis zum nächsten Tag übrig lassen, denn dann würde es verfaulen. Manche taten es doch. Und was passierte? Es war verfault, da wuchsen Würmer, da waren Würmer drin und es wurde stinkend. Die Kinder Israels mussten so lernen, darauf zu vertrauen, dass Gott jeden Tag wieder Brot vom Himmel geben würde. Nur am 7. Tag mussten sie kein Manna suchen. Das war der Ruhetag. Am 6. Tag konnten sie tatsächlich bis zum nächsten Tag übrig lassen und dann wurde es nicht verderben. Und jemand sagte, wir sollten eine Manna-Mentalität haben. Eine Manna-Mentalität. Leben für den Tag und vertrauen, dass es genug gibt, jeden Tag wieder. Wir sind von uns aus geneigt, anders zu denken. Wir müssen erst dafür sorgen, dass ich heute genug habe und dann, dass ich für den kommenden Monat genug habe und dann für das kommende Jahr, ja besser noch, für jeden Tag bis zu meinem Tod. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass noch was übrig bleibt, dann kann ich vielleicht etwas weggeben und ein bisschen auf Gott vertrauen. Aber das Gebet, gib uns unser tägliches Brot heute, lässt uns sehr radikal vor allem an heute denken. Und Voskamp schreibt auch in dem Buch, es ist gut, jeden Tag so zu leben, als ob man todkrank wäre. In gewisser Weise sind wir das auch. Und es ist gut, jeden Tag so zu leben, als ob unsere Seele ewig leben würde. Denn das wird sie auch. Und da geht es nicht nur um Nahrung, sondern um alles, was wir von Jesus, von Gott brauchen. Ja, es geht darum, ob Gott in Jesus Christus jetzt genug ist für dich. Ist Jesus Christus alles für dich? Jetzt, in diesem Moment. Wenn ja, dann ist das großartig. Dann musst du dich auch nicht sorgen, ob du in 10 Tagen oder in 10 Jahren von Gott noch genug Kraft bekommen wirst. Und da kann man alles Mögliche dazu denken. Was, wenn das passiert? Wenn das geschieht, wird Jesus mir dann genügen? Heute. Jetzt ist er bei mir und das sollte reichen. Vielleicht hast du einen schweren Job oder fällt die Schule dir ganz schwer und fragst du dich, wie du das durchhalten kannst. Aber du musst dich nicht darum sorgen, ob du es in 20 Jahren noch kannst. Wenn du morgen wieder in der Arbeit bist oder in der Schule, kannst du denken, Gott ist mit mir. Das reicht für heute. Und morgen ist er wieder da. Vielleicht hast du eine schwierige Ehe. Oder gar keine Beziehung. Oder verwitwet. Und du fragst dich, wie das weiter soll. Manchmal schmerzt es so. Du fragst dich, wie viele Jahre du noch so mühsam leben musst. Aber die Frage ist nicht, wird Gott in 5 Jahren genug sein, sondern ist er für heute genug? Reicht Jesus mir heute? Oder vielleicht ist ein Tag schon mal zu lang. Dann können und dürfen wir es noch näher ranziehen. Reicht Gott für die kommende Stunde? Reicht Gott für die nächste Minute? Und dann ist die Antwort doch ja. Und die nächste Minute ist auch wieder da. Und die Minute danach. Eine Manna-Mentalität also. Von Minute zu Minute. Von Stunde zu Stunde. Von Tag zu Tag. Von Woche zu Woche. Von Monat zu Monat. Von Jahr zu Jahr. Auf Gott vertrauen, denn er gibt, was du
brauchst. Zum Schluss, unser tägliches Brot. Wir dürfen all unsere Sorgen und Bedürfnisse dem Herrn sagen. Oft wollen wir mehr, als was wir wirklich brauchen. Aber was brauchst du wirklich? Wenn es um Essen geht, könnte oft etwas weniger auch genug sein. Wir müssen nicht essen, bis wir gleich platzen, sondern dass wir genug haben. Es bleibt schwierig, das in die Praxis umzusetzen. Aber das ist schon, worum es geht. Geben wir uns zufrieden mit dem täglichen Brot? Ist genug genug oder wollen wir immer mehr? Gottes Wort lehrt uns, zufrieden zu sein. 1. Timotheus 6, 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Unser tägliches Brot. Das Wort zeigt uns auch, welches Brot wir wirklich brauchen. Einerseits ist es oft weniger, als wir denken. Mit der Hälfte von dem, was wir essen, würden wir auch locker überleben. Ich jedenfalls. Andererseits ist es viel mehr, als wir denken. Was wir echt brauchen, ist das Brot des Lebens. Jesus Christus, er ist das Brot des Lebens. Unser Hunger und Durst und auf Essen und Trinken sind ein Zeichen dafür, dass wir einen tieferen Hunger und Durst haben. Der Hunger nach und Durst nach Gott und seiner Gnade, nach Frieden und Hoffnung und Zukunft. Und das alles ist in Jesus Christus zu finden. Er ist das Brot des Lebens. Er gibt lebendiges Wasser, Johannes 4. Er kann unseren Durst und Hunger wirklich stillen. Nur er gibt uns wahres und ewiges Leben. Er gab sich selbst. Es hat ihm alles gekostet. Es hat ihm die tiefste Erniedrigung und die schlimmsten Schmerzen gebracht. Er musste durch die schwersten Versuchungen hindurch, von Hunger in der Wüste bis zum Durst am Kreuz. Er trug unseren geistlichen Hunger, um so für uns das Brot des Lebens zu werden, damit wir ewig leben können. Sein Leib wurde gebrochen, um unsere gebrochenen Herzen zu heilen. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er starb am Kreuz auf Golgatha, um unsere Sünden vollkommen zu versöhnen. Was für eine Gnade, was für eine Liebe, was für eine Hingabe. Gabe, geben, vergeben, Leben geben. Das macht Jesus. Er hat gesagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Und bevor er sich selbst brechen ließ, hat er selbst das Brot gebrochen. Matthäus 26. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Auch das Letzte ist eine Perspektive dieses Gebets. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und das steht im Rahmen des kommenden Reiches. Jeder Bissen Brot ist ein Zeichen von Gottes Gnade heute, aber auch eine Verheißung für die Zukunft. Jeder Bissen lässt uns sein Heil kosten. Ich schließe. Wie willst du leben? Auf was oder wen setzt du dein Vertrauen? Und an wen willst du glauben? Die Worte, unser tägliches Brot gib uns heute, zeigen, dass wir von uns aus sündige, gebrochene, hungrige, ja oft verzweifelte Menschen sind, die sehr dringend Gottes Gnade und Liebe brauchen. Erkennst du das? Willst du seine Liebe in deinem Leben empfangen? Darf er dir geben, was du brauchst? Oder schaffst du es schon alleine? Lass ihn doch
der Geber in deinem Leben sein. Und wenn er die Quelle alles Guten ist, dann wirst du auch davon weggeben und teilen. Wenn du so mit ihm lebst, dann ist er dein tägliches Brot. Dann ist er deine Hoffnung. Und ja, dann können wir es von Herzen singen. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. Amen. Unser tägliches Brot gib uns heute, Herr. Amen.